Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge von Kraut und Küche. Heute habe ich ein ganz besonderes Kraut für euch, das jetzt im Juli besonders hübsch und viel wächst, nämlich die Schafgarbe. Wie ihr seht, ich stehe hier auf einer Blumenwiese, wo alle möglichen Pflanzen und eben auch Heilpflanzen dicht nebeneinander wachsen. Jetzt im Juli haben die quasi Hochsaison. Hier haben wir zum Beispiel hier hinten schon den aufblühenden Beifuß. Hier vorne wächst noch Johanniskraut. Hirtentäschel wächst direkt neben mir. Und daneben, so wie hier auch, die Schafgarbe. Diese Pflanze ist wahrscheinlich eine von den Wildpflanzen, die alle oder fast alle von euch kennen. Die wächst auch überall. Zum Beispiel, wenn ihr mal guckt, mitten in der Stadt, so am Straßenrand oder neben Supermärkten und Plätzen, sogar da auf Wiesen, wo gemäht worden ist, findet man diese ganz zarten, feinen Blättchen, diese filigranen von der Schafgarbe. Da, wo nicht gemäht wird, so wie hier, wird diese Pflanze richtig groß und stolz. Wie ihr sehen könnt, die Schafgarbe, die reicht mir manchmal schon bis zur Hüfte. Und sie kriegt dann jetzt im Sommer so wundervolle, zarte, weiße Blüten. Man kann sich also diese Schafgarbe fast schon zu Hause in die Blumenvase stecken. Und manche haben zum Beispiel Zierschafgarbe im Garten, die sie dann trocknen und für Dekoration verwenden. Aber das nur nebenbei, denn heute geht es ja mehr um die Heilkraft dieser kleinen Pflanze. Ja, wie so viele Pflanzen hat auch die Schafgarbe viele, viele verschiedene Namen, die alle ein bisschen darüber erzählen, was diese Pflanze für eine Geschichte und eine Heilkraft hat. Zum Beispiel hieß die Schafgarbe im Mittelalter auch Augenbraue der Venus. Und daran erkennt man schon, die Schafgarbe war immer der Venus, also der Göttin der Liebe, gewidmet. Nicht nur bei uns, sondern schon im alten Griechenland war sie die Pflanze der Aphrodite. Ja, wenn ihr euch so eine Pflanze, hier so eine kleine Blüte von der Schafgarbe anguckt, kann man das leicht nachvollziehen, denn die hat tatsächlich ganz zarte, feine und weibliche filigrane Blüten und auch Blätter. Und diese Blätter erinnern tatsächlich auch an eine Augenbraue. Eine sehr weibliche und geschwungene und zarte Augenbraue wie von einer Göttin. Andererseits hat die Schafgarbe einen sehr, sehr harten und robusten Stiel. Und das zeigt schon, diese Pflanze ist nicht nur ein reines Frauenheilkraut und sie ist nicht nur filigran und schwach, sondern auch sehr stark und sehr robust. Sieht man ja auch daran, dass sie fast überall wieder wächst und hochkommt. Ja, neben diesen sehr weiblichen und venusischen Namen trägt die Schafgarbe auch ganz andere Namen, wie zum Beispiel Wundheilkraut oder Heil aller Schäden oder sogar Soldatenkraut. In Frankreich hieß diese Blume auch lange Zeit das Kraut der Zimmerleute. Und das weist darauf hin, dass man die Schafgarbe auch viel für Männer benutzt hat, beziehungsweise überhaupt für Wunden. Also Schafgarbe ist ein wunderbares Wundheilkraut und wurde ganz besonders immer dann genommen, wenn es um Wunden ging, die durch Eisen oder Metalle verursacht wurden, wie bei den Soldaten durch Schwerter. Also die Schafgarbe ist nicht nur ein klassisches Frauenheilkraut, sondern eben auch eines für Männer und überhaupt gegen alle möglichen Blutungen und Wunden und Störungen im Sexualbereich. Übrigens ist die Schafgarbe auch eines der allerältesten bekannten Heilkräuter. Man hat sie zum Beispiel als Grabbeigabe gefunden, in einem Grab im Iran, das über 60.000 Jahre alt ist. Ja, so ein altes und fast magisches und total bekanntes Heilkraut hat natürlich auch jede Menge Geschichten zu erzählen. Und da könnte ich jetzt wahrscheinlich stundenlang reden und könnte viele, viele Themen anschneiden. Also versuche ich mich jetzt mal auf ein paar wesentliche Sachen zu beschränken. Ja, was macht die Schafgarbe so heilkräftig? Ich glaube, die alten Völker würden sagen, dass sie eben eine ganz starke, heilige Pflanze der Göttin ist und eben dadurch auch diese Göttinnenkraft auf die Erde bringt. Nach der anthroposophischen Lehre, also nach Rudolf Steiner, ist das fast ein bisschen ähnlich, denn Rudolf Steiner sieht in der Schafgarbe eine heilige Pflanze, die ganz viel Sulfur, also Schwefel, enthält. Und das ist für ihn eine Lichtkraft oder eine formgebende Kraft des Himmels, die sich hier in Form der Schafgarbe auf der Erde quasi ausbreitet, um die Menschen und andere Pflanzen zu stärken und zu schützen. Und darum wird auch heute noch auf vielen Demeterhöfen die Schafgarbe genommen, in vielen verschiedenen Formen, um die Pflanzen zu stärken und ihr Wachstum zu fördern. Wenn man jetzt mal wissenschaftlich rangeht und sich die Inhaltsstoffe der Schafgarbe anguckt, dann erklärt sich auch vieles von dem alten Wissen der Völker. Die Schafgarbe enthält nämlich sehr, sehr viele heilsame Gerbstoffe und Bitterstoffe, aber auch ganz viel Kalium. Und Kalium ist auch eines der Elemente, die eben helfen, Wunden wieder zu heilen. Außerdem enthalten in der Schafgarbe ist Inulin. Und das ist ja vielen
inzwischen schon bekannt, weil Inulin einer der Stoffe ist, der für den Zuckerstoffwechsel im Körper sehr wichtig ist. Und ganz wichtig, die Schafgarbe enthält ein ätherisches Öl, das sozusagen die Vorstufe eines Öls ist, das viele von einer ganz anderen Pflanze kennen, nämlich von der Kamille. Das ist das Blauöl Azulen. Das Azulen, das wissen viele vielleicht von der Kamille, wirkt schmerzlindernd, aber auch vor allem kalbtötend, antibiotisch, krampflösend, wärmend. Also es ist ein ganz, ganz starkes Heilmittel, weswegen die Kamille ja auch ein richtiges Hausheilmittel ist. Und hier in dieser kleinen Schafgarbe ist eben dieses Azulen in einer anderen Form auch enthalten. Und zwar nicht nur in den Blüten, sondern in der ganzen Pflanze, auch im Stängel und auch in den Blättern. Und diese Mischung von den Gerb- und Bitterstoffen und dem Kalium, dem Inulin und diesem ätherischen Öl, das macht die Schafgarbe aus wissenschaftlicher Sicht zu einer so starken Heilpflanze. Wie ihr seht, ist also die ganze Schafgarbe vom Stängel über die Wurzel bis hin zu den Blüten eine kräftige Heilpflanze. Sie wirkt nicht nur schmerzlindernd, sondern auch wundheilfördernd, weswegen es ja eben auch im Krieg für die Soldaten genommen worden ist. Gleichzeitig wirkt sie aber auch entzündungshemmend und ganz stark antiseptisch. Das heißt, sie kann auch desinfizieren. Die Schafgarbe hat eine sehr wärmende Eigenschaft und stärkt damit den ganzen Organismus und das ganze Immunsystem. Eine besondere Wirkung hat diese Pflanze auf den unteren Bereich des Körpers. Da kommen wir wieder zu der Pflanze der Venus und der Aphrodite. Also der ganze Sexualbereich, aber auch die Nieren und die Blase, das alles wird durch die Schafgarbe gestärkt. Und nach einer mehr geistigen Ausrichtung ist die Schafgarbe eines der Kräuter, das wunderbar hilft, wenn man eine geschwächte Aura hat. Also auch da kann eine Tasse Schafgarbentee wahre Wunder wirken. Es gibt eine alte Weisheit, die hat dann Pfarrer Kneipp später wieder aufgenommen, dass jeder Frau, die zu tun hat mit Frauenleiden oder mit Menstruationsstörungen oder auch mit ausbleibender Menstruation oder zu starker, dass diesen Frauen ganz schnell geholfen werden könnte, wenn sie nur jeden Tag eine Tasse Schafgarbentee trinken würden. Die Schafgarbe stärkt aber nicht nur den ganzen Organismus und den unteren Bereich des Körpers, sondern sie stärkt auch den Magen und den Darm. Sie ist eine besonders stark verdauungsfördernde Pflanze und eben auch, weil sie Blase und Niere stärkt, den ganzen Verdauungsapparat, ist sie eine wundervolle Pflanze für alle, die Probleme mit der Verdauung haben. So langsam merkt ihr es vielleicht, die Schafgarbe ist wirklich ein Allerweltsheilkraut, wofür sie ja viele Heilkundige auch benutzen. Also zum Beispiel bei Verdauungsproblemen oder Problemen im Magen-Darm-Trakt, bei Gastritis, bei einem schwachen Herzen könnt ihr sie verwenden, aber auch zum Beispiel bei Galle- und Leberproblemen. Überall da wirkt die Schafgarbe stark ausgleichend, immunstärkend und antiseptisch. Also wirklich ein richtiges Allround-Talent unter den Heilpflanzen. Für die alten Germanen war diese Pflanze übrigens auch eine der wichtigsten Heilpflanzen und der wichtigsten rituellen Pflanzen. Einige von euch erinnern sich vielleicht, dass die alten Germanen unter anderem die Schafgarbenblätter genommen haben, um zum Frühlingsfest der Göttin Ostara die Eier hübsch zu färben. Die haben also Schafgarbenblätter genommen und die auf die um die Eier rumgewickelt und dann die Eier gefärbt. Und so war die Schafgarbe, die eben so auf den Eiern, den Symbolen der Fruchtbarkeit verewigt wurden, eine der Heilpflanzen der neuen Lebenskraft, die mit der Göttin Einzug hielt. Noch etwas Interessantes über die Schafgarbe: die wirkt nicht nur stark ausgleichend, wie wir gehört haben, sondern sie ist auch wiederum eine ganz widersprüchliche Pflanze. Das erkennt man nicht nur daran, dass sie diese ganz feinen, zarten Blüten und Blätter hat und im Gegensatz dazu einen ganz starken und robusten Stiel. Nein, früher hat man sogar schon an der Wirkung erkannt, dass hier ganz viele Widersprüche am Wirken sind. So ist zum Beispiel die Schafgarbe eine der Pflanzen, die am hilfreichsten ist, wenn man Wunden, also blutende Wunden hat, um die Blutung zu stillen. Sie wurde unter anderem auch während der Geburt verwendet. Andererseits konnte man mit der Schafgarbe auch ganz schnell blutende Wunden verursachen. Das haben zum Beispiel früher schon die Frauen für sich genutzt. Die haben nämlich damit orakelt. Sie haben sich die Blätter der Schafgarbe genommen, sie zusammengerollt und in die Nase gesteckt. Die haben sie dann dreimal gedreht und, was kam heraus? Nasenbluten. Meistens jedenfalls. Und wenn die Nase ordentlich blutete, war das ein gutes Zeichen, denn das hieß, dass der Mann ihnen treu war. Später haben Schüler dieses Wissen übrigens benutzt, wenn sie mal im Unterricht fehlen wollten. Da haben sie sich einfach die Schafgarbenblätter genommen, dreimal in ein Nasenloch gedreht und zack, hatten sie Nasenbluten und konnten mit gutem Gewissen aus der Klasse gehen. Also mit der Schafgarbe kann man tatsächlich auch Wunden verursachen,
und sie nicht nur stillen. Genauso ist die Schafgarbe ein ganz klassisches Heilkraut bei Nierenproblemen. Andererseits, wenn man sie zu viel dosiert, kann sie auch schnell Nierenschäden verursachen. Also immer Vorsicht mit der Dosierung. Ihr könnt es ruhig mal versuchen und zu Hause eine zum Beispiel 4-wöchige Schafgarbenkur durchführen. Dazu trinkt ihr einfach bis zu 3-mal am Tag eine Tasse Schafgarbentee. Und am besten ernährt ihr euch dabei auch noch ganz gesund und lasst den Wein und den Kaffee weg. Das ist eine ganz starke Heilkur, um den ganzen Organismus wieder ins Lot zu bringen oder auch um Entzündungen im Körper zu heilen. Andererseits muss man aufpassen, denn ganz empfindliche Menschen, die können auch leicht von der Schafgarbe, wenn sie hier durch so eine Wiese streifen, Ausschläge bekommen. Also wer sowieso mit Allergien und Hautproblemen zu tun hat, sollte vielleicht erstmal austesten, ob die Schafgarbe so äußerlich angewendet gut für ihn ist. Ja, also eine in sich ganz schön widersprüchliche und trotzdem sehr, sehr starke, heilkräftige Pflanze, die Schafgarbe. Übrigens haben schon die alten Chinesen diese starken Stängel der Pflanze benutzt, um damit zu orakeln. Früher bestand nämlich die Stäbe des I Ching, das wir ja heute im Westen auch kennen und viel benutzen, aus Stängeln der Schafgarbe. Orakelt haben mit der Schafgarbe aber nicht nur die Chinesen und die Frauen, die sich das Kraut in die Nase steckten. Die Schafgarbe war überhaupt eine uralte Orakelpflanze. Früher hat man nämlich mit der Schafgarbe auch geräuchert. Man hat das Kraut getrocknet und dann zu den Rauhnächten, also zwischen Weihnachten und Neujahr, das Kraut überm Feuer verräuchert, um in die Zukunft oder die Zukunft des nächsten Jahres sehen zu können. Die Schafgarbe, das sieht man vielleicht nicht auf den ersten Blick, ist übrigens ein Korbblütler und kein Doldenblütler, wie viele andere von diesen weißen Pflanzen, die hier in direkter Nachbarschaft zu Schafgarbe wachsen. Was gibt es noch zu diesem wundervollen Heilkraut zu sagen? Ja, natürlich, warum heißt sie denn eigentlich Schafgarbe? Das ist nicht ganz sicher nachgewiesen, aber es gibt Geschichten, nachdem dieses Kraut nicht nur den Menschen gut tut, sondern auch besonders den Tieren und unter den Tieren besonders natürlich den Schafen. Man hat nämlich beobachtet, dass Schafe die Schafgarbe fressen, wenn es ihnen nicht gut geht, wenn sie zum Beispiel Verdauungsprobleme haben oder Magen-Darm-Probleme. Das Wort Garbe bedeutet so viel wie Gesundmacher. Schafgarbe zusammen, also der Gesundmacher der Schafe. Auf Latein heißt die Schafgarbe übrigens Achillea millefolium und übersetzt heißt das so viel die tausendblättrige Pflanze des Achilles. Nach einem alten Mythos soll nämlich die Schafgarbe die Pflanze gewesen sein, die der Achilles, nachdem er sich an der Achillesferse verletzt hatte, der Göttin Aphrodite zufolge nehmen sollte, um sich wieder zu heilen. Also hier ist sie auch wieder, die Venus oder die Aphrodite, die zu den Menschen kommt, um zu heilen, der Schafgarbe. Ja, jetzt im Juli ist die Zeit, um die Schafgarbe zu ernten. Also wie ihr seht, eine ganz wirksame und sehr breit anwendbare Heilpflanze. Wo findet ihr die Schafgarbe? So wie hier, natürlich am besten auf einer bunten, ungemähten Sommerwiese. Und was macht ihr mit der Schafgarbe, wenn ihr sie gefunden habt? Am besten nehmt ihr euch gleich eine Schere mit. Die Pflanze ist nämlich nur sehr schwer abzutrennen und viel leichter mit der Schere zu ernten. Sehr hübsch ist es, wenn ihr euch hier so ein Bündel aus den Blüten zusammenbindet und euch einen Strauß damit trocknet. Das Kraut könnt ihr dann das ganze Jahr über verwenden. Zum Beispiel für heilsame Bäder oder auch für Tees oder ihr könnt euch sogar Salben daraus machen. Ganz besonders hilfreich soll übrigens der Schafgarbentee sein, wenn man kurz vor einer OP steht. Weil es nämlich heißt, dass die feinen venusischen und ausgleichenden und stärkenden Kräfte der Schafgarbe helfen, die Seele an den Körper zu binden. Also besonders gut dann, wenn man in der OP erstens sowieso verletzt wird und dann auch noch betäubt wird. Am besten gleich vorher Schafgarbe einpacken und vor und nach der OP, sobald man wieder kann, eine kräftige Tasse heilkräftigen Schafgarbentee trinken. Mehr Rezepte zur Schafgarbe findet ihr wie immer jetzt hier in der Videobeschreibung. Und wenn ihr mögt, schreibt doch wieder rein, ob euch das Video gefallen hat und ob ihr auch noch was Wichtiges zur Schafgarbe wisst, was ich vielleicht nicht gesagt habe. Ich freue mich schon auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal und genießt den Sommer. Bis dahin. Tschüss.